So. Du hältst hier alles schön in Ordnung, Melios. Das ist nicht leicht. Heute Morgen ist eine meiner Kellen zerbrochen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles fällt auseinander. Oh. Ja. Kann ich sonst noch? Ja, das Wort. Was sagt denn das Wort Gottes zu den Der Sohn Küchengeräten? Gottes starb an einem Kreuz aus Holz. Märtyrer wurden auf dem Holzstoß verbrannt. Ah ja. Selbst etwas so Unschuldiges wie ein Baum wird in der Hand des Menschen zur Waffe. Das ist wohl wahr, Philipp. Sehr wahr. Aber meine Kellen sind auch aus Holz gemacht. Dann ist nicht alle Hoffnung verloren. So, was sagt die Bibel zum Herd? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert? Lobe den Herrn. Ja. So, dann gehen wir noch zum Kaffbett. Bruder Cuthbert. Ah, wir haben auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Wieso fehlt mir Bist jetzt der zu Kopf? vertrauensselig, Philipp. Ups, habt ihr es gesehen? Ich frage nach dem Ritter. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Auf dem Großartig. Friedhof. Das war würdig und recht. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Was muss mir denn da leid tun? Was muss mir da leid tun? Gar nichts. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Das heißt, Milius weiß auch nicht mehr, ne? Das war ja eben ein komisches Fleißig Grafikbug mit wie dem Korb. immer, Milius? Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle im Wald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt es sogar Geflügel. Mach ihm noch die Nase lang. Okay, nee, hier kriegen wir auch nicht Du mehr hast in St. raus. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Wir kriegen eigentlich nur gezeigt, wie heruntergekommen die Priorei von Kingsbridge ist, ne? Sieht alles nicht Wir so. dagegen hatten 13 Jahre lang einen schwachen Prior. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Ja. Was ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius, die Dinge richten. Anscheinend ja nicht. Vielleicht unterschätzen wir ihn. Ich kann nicht so gemein sein. Vielleicht unterschätzen wir Remigius. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priors Zimmer verbrennen. Okay. Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird, außer seiner Bibel. Was? Du liebe Güte. Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Das ist richtig. Aber ich frage ihn trotzdem nach dem Ritter. Hast du einen Ritter in Kingsbridge gesehen? Du meinst, abgesehen von denen, die zum Weihnachtsfest hier waren? Nein, ich kann mich an sonst keinen Ritter erinnern. So. Also wir fragen nochmal, wer denn der neue Prior wird, außer Primigius. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt.
Ich bin zu alt. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Nicht seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Was? Eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde. Er feilschte mit dem Teufel um seine Seele. Flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Das klingt nicht gut. Seine Sünden? Naja, okay. Reden wir später weiter. So, hier finden wir nichts mehr. Da gehen wir raus. Wir haben auch nichts über den Ritter erfahren. Da müssen wir mal weiter gucken, wenn wir noch finden. Mittlerweile ist unser Pferd da. Gästehaus. Können wir jetzt da reingehen? Glaube nicht, ne? Nee. So, Haupttor der Kathedrale eingestürzt. Wir gehen mal zu unserem Pony. Dann gucken wir mal. Vielleicht müssen wir auch einfach ins Dorf, um rauszufinden, was das für ein Ritter war. Okay. Wir könnten... Warum? Was leuchtet denn da jetzt so schnell? Was leuchtet da so hell? Jetzt gehen wir mal gerade gucken. Das ist aber jetzt verdächtig. Oder hat das gerade auch schon geleuchtet? Ich bin mir nicht sicher. Nee, hier ist doch sonst niemand, oder? Die Kerzen haben wir ausgepustet. Wo sind denn die anderen Mönche alle hin? Das finde ich jetzt schon wieder sehr komisch. Da steht immer noch die Francis. Da geht's aber zur Gruft. Dann gehen wir doch mal in die Gruft. Vielleicht ist da noch ein Mönch. Verschlossen. Ja. Hier schläft Adolphus bis zu seiner Auferstehung am jüngsten Tage. Na gut. War nicht sehr gewinnbringend. Ist aber auch nicht schlimm. Dann gehen wir trotzdem noch mal zum Kreuzgang. Vielleicht sitzen ja jetzt doch welche im Kapitelsaal. Keine Ahnung. Bin ich jetzt ein bisschen komisch. Alle sind weg. Mal sehen. Genau, gehen wir da raus. Die Pilger spenden, die Adligen auch. So, jetzt gucken wir Weg zum Kapitelhaus. Um den Tempel zu ernähren. Ja. So, und jetzt? Was wir uns fragen müssen, ist... Kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Habt ihr ihn erkannt? Seit der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Kronk spricht, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Aha. Lehne die Idee des Sakristans ab, unterstütze die Idee. Ich lehne ab. Was Kingsbridge braucht, ist Glaube und harte Arbeit. Das stimmt. Philipp von Gwynedd. Mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requien zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich bitte um Vergebung. Ich war schockiert. Stimmt auch. Ich war schockiert über den Tod des Priors. Wie wir alle. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Okay. Ich frage trotzdem nach dem Ritter. Bruder Andrew, hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Abgesehen von denen, die Weihnachten zu Besuch kamen? Nein, wenn es einen offiziellen Gast gegeben hätte, dann wüsste ich es. Niemand hat in unserem Gästehaus genächtigt. Okay. So, du hast von einem neuen Prior gesprochen? Du hast von einem neuen Prior gesprochen?
Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Okay, die helfen mir leider nicht weiter. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Okay, also, dann sollten wir vielleicht, können wir doch nochmal die jungen Mönche ansprechen? Wir müssen gut auf uns Acht geben. Und auf die Kathedrale. Kann ich irgendwas damit machen? Ah! Moment. Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Okay. Kann ich sie ansprechen? Doch. Ja? Jetzt sagen sie gar nichts mehr. Wieso nicht? Ich erinnere mich, als ich so jung war. Ich hatte so viele Fragen, aber hier sollten sie leiser reden. Okay, dann gehen wir doch nochmal zum Friedhof. Vielleicht ist da noch jemand. Also mit denen kann ich mich anscheinend jetzt nicht mehr unterhalten. Was soll ich denn mit dem Käsetuch? Hätte ich das doch sollen in der Küche abgeben? Bruder Arnold. Weiß der was über den Ritter? Was macht der überhaupt da? Bruder Arnold, wie geht's? Oh, der sieht auch schon halb tot aus. Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Ach so. Okay. Hat sich ja auch James Grab ausgehoben, aber James Grab ist leer. Wie viele leere Gräber mag es hier geben? Kann ich dem das Glück geben? Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Dann, ja, machen wir das mal wieder. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Klar. Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Du lieber Gott. Das glaube ich gern. Gott. Einer der Novizen hat Cuthberts Schlüssel in eine Spalte in die Kirche versteckt, genau. Aber ich kann sie ansprechen, oder? Wir sollten mal nach Shiring gehen. Ich habe gehört, es gibt dort eine Hure mit großen Titten. Eine, die es sogar dir besorgen würde. Was soll das denn heißen? Okay. Die sind ja echt schräg drauf. Was sagt meine Bibel dazu? Nein, nicht jetzt. Ich werde später darüber nachdenken. Nicht jetzt. Okay. Hätte ja sein können, dass du was dazu sagen möchtest. Was ist mit dem frischen Grab? Irgendwas? Nee? Okay. Aber wir können vielleicht mal zum Haus des Priors. Vielleicht treffen wir da den Remigius, bevor wir in die Kirche zurückgehen. Und dann gucken wir mal. Weil wir können da auf jeden Fall reingehen. Ja. Da sitzt er doch schon, der Monsieur. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James? Ja. Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Frage nach dem Tod, Frage nach dem Ritter. Ist in den letzten Wochen ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Natürlich. Sogar der Bischof und der Graf sind zur Weihnachtsmesse gekommen. Ich habe die Messe selbst abgehalten. Und in der Woche vor Weihnachten? Da war ich nicht hier. Der Sakristan und ich sind nach Shiring geritten, um Köche für unsere Gäste einzuwerben. Ich verstehe. Zeige Bruder Markus den Schlüsseldieb an. Frage nach dem Tod des Priors.
Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser da raus. Hast du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Ja, aber trotzdem, hier herrschen ja Zustände. Ich werde den Schlüsseldieb nicht anzeigen, weil ich möchte lieber erst den Schlüssel aus der Kathedrale nehmen. Aber ich frage nochmal nach dem Teufel. Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Okay. Ja, na gut. Ich kann hier nichts... Nee, dann gehen wir wieder raus, weil ich will jetzt da den nicht verpfeifen. Ich gehe lieber erstmal den Schlüssel selber holen. Wer weiß, wofür das noch was nützt. So, Weg um die Kathedrale, genau. Mit dem Käsetuch, vielleicht werden wir das in der Küche los. Wir hatten da doch eben über den mit dem Cuthbert gesprochen. Ich gehe nochmal schnell in die Küche, ob ich da das Käsetuch loswerde. Mal sehen. Dann gehen wir nochmal in die Kathedrale und dann müssen wir mal gucken, mit wem wir noch sprechen können. Dann müssen wir wahrscheinlich mal zum Dorf oder so. Weil, wir da vielleicht jemanden treffen. So, jetzt probiere ich das hier mal. Es wird kalt. Entschuldigung, Tür ist schon zu. Wann lernen diese Novizen die Tür zu schließen? Geht es? Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Okay, dann räumen wir es wieder weg. Aber ich kann noch mal mit ihm sprechen. Emilius, hast du einen Moment Zeit? Okay. Was kann ich für dich tun, Bruder Philipp? Gar nichts. Tut mir leid. Warum sonst? Du siehst aus, als hättest du noch was Wichtiges vor. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich finden kannst. Gut, danke schön. Dann gehen wir jetzt mal den Schlüssel suchen. In der Spalte in der Kathedrale. Dann gehen wir da nochmal rein. Nicht, dass uns da einer zuvorkommt. Dann gehen wir mal ins Dorf. Nein, nein, nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Was? Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Ach, der Chor. So. Die Kathedrale. Ich kann dort nicht Platz nehmen. Riss an der Wand. Ist das vielleicht die Spalte, wo wir den Schlüssel finden? Was war das? Ruhe. Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Sie waren da drin. Ich hab sie. Ole, 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 ole. So. Kann man die meisten Türen dieser Priorei öffnen. Sehr gut, dann behalten wir den doch gerade. Und wir gehen mal zum Kantor und seinem Chor. Finde ich hier noch was raus? Was ist los, gleich. Bruder? Fünf auf einmal. Sie wollen nicht... Sie wollen nicht singen. Mhm. Es ist der Teufel. Okay. Da war gar nichts, glaub mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich hab's auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Okay. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Dann mache ich das doch. Okay, ich geh nochmal runter, weil ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Vielleicht nützt es jetzt was. Nee, auch nicht mit Schlüssel? Ah, oh, okay.
Okay. So, wir schauen mal. Uns schauen hier um, dunkel. Was wir hier finden. Kein Grund, sich zu fürchten. Mhm. Das ist noch eine Kakerlake. So. Ist ein bisschen hell. Ja. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Das stimmt. Aber vielleicht finden wir hier unten irgendwas Wichtiges. Kann ja sein. Ich dachte auch mir. Nichts. Da ist nichts. Okay. Sarkophag ist Dunkelheit. Selbst wenn es Adolphus ist, er ist uns wohlgesonnen. Aha, wird da jemand abergläubig? Hallo? Okay. Nein, niemand. Da ist keiner. Ja, Gott sei Dank. Es wäre ja auch jetzt echt seltsam. Hallo? Oh, oh, oh. Was ist denn? Was ist denn da oben? Ah. Hä? Was ist das? Was? Ja. Was geht denn da ab? Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Hallo? Ach Gott, eine Eule. Eine Eule. Nur eine Eule. Ach, das wird den Chor sicher beruhigen. Ich sollte Ihnen das erzählen. Aber es war geil gemacht, ne? Sah echt so aus, als würde die Brüder haben also doch etwas gehört. Als Kind da sitzen. Ja, ich tu dir nichts. Gar nichts. Aber ich muss irgendwas mit ihr machen können, weil es hat diesen ausgefüllten Kringel. Nur eine Eule, sie starrt mich an. Wie kann sie hier sein? Mag die vielleicht die Krümel vom Tuch? Nee? Ja, nein, vielleicht? Tut's was? Nein? Dann gehen wir nochmal. Überreste des sterblichen Überreste des heiligen Adolphus, einer der 49 Märtyrer von Cordoba, liegt und wartet bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Möge er in Frieden ruhen. Aber das kann doch noch nicht alles sein. Ich werde später darüber nachdenken. Also mit deiner Bibel willst du jetzt auch gerade nichts zu tun haben. Die da entschlafen sind, durch Jesum mit ihm führen. Krypta verlassen. Was ist denn mit dieser Eule? So, mit dem Sarkophag. Das ist echt möge komisch. Möge er in Frieden ruhen. Ja. Da ist auch nichts. Das finde ich jetzt echt ein bisschen seltsam, aber wir gehen mal raus. Ich habe es gehört. Ja, wir wissen das doch. Kein Stress. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich habe dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Ja, los geht's. So. Aber irgendwas ist nochmal in der Krypta. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin. Da können wir, glaube ich, nichts machen. Den können wir auch nicht mehr ansprechen. Gehen wir nochmal da raus. So, jetzt singen sie wieder. Die kann ich nicht mehr ansprechen. Ist hier der Weg zum Friedhof? Ist auch alles abgefrühstückt? Dann werden wir wohl mal ins Dorf gehen müssen, wie ich das sehe. So, schauen wir mal. Irgendwas, wir müssen bestimmt irgendwann nochmal zurück zu dieser Krypta. So, was ist eigentlich mit meinem Pony?
Was möchte ich damit tun? Möchte ich was tun? Oder eher nicht? Kann ich das machen? Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Okay. Wascht euch. Stallungen. Reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Nee, da kann ich auch nichts machen. Dann weg's um die Kathedrale. Aber ich komme doch irgendwie weg hier ins Dorf. Gehen wir doch mal dahin. Falls das klappt. So, kann ich irgendwie Dorf. Okay, jetzt kannst du aber schnell rennen, junger Mann. Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Das war's wohl jetzt auch schon hier gerade. Die Straße nach Süden, Gebäude bei den Feldern. Dann muss ich wohl doch nochmal. Nee. Gehe ich mal nochmal zu den Gebäuden bei den Feldern. Vielleicht treffe ich da noch jemanden. Da mittlerweile jemand? Ah, ich kann die Mühlentür aufschließen. Vielleicht. Warum ist hier abgeschlossen? Kann ich das nun benutzen? Ja, sehr gut. Oh je, das sieht ja nicht vielversprechend aus. Wohl nicht mehr zu reparieren. Wie viel Arbeit ist das zu bauen? Wie leicht ist einfach zerfallen zu lassen? Schauen wir uns mal um. Da hängt noch ein Tuch. Was ist mit dem Tuch? Schnitzereien. Untersuchen. Dokumente. Holzschnitzerei. Gefunden in der alten Mühle. Januar 1136. Brüder, ich muss euch verlassen. Ich habe Gott nicht hier bei euch finden können. Auf dass der Stock des Supriors nie wieder meinen Rücken prügeln wird. Nie wieder. Vielleicht ist es mein Los, Gott an einem anderen Ort zu finden. Thomas, September 1134. Gott. Das klingt ja auch nicht so toll. Worte in Holz geschnitzt, ein Abschiedsgruß. Haben wir hier sonst noch irgendwas zu finden? Nee, erstmal wohl nicht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Ach, ist das praktisch, wenn man für alles einen Schlüssel hat. Die Frage ist aber, wo wir noch was im Kloster. Also wir haben ja anscheinend noch nicht mit allen gesprochen bezüglich dieses Ritters. Und irgendwas ist ja wohl noch mit mit dem. Oh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mit dem Tuch, mit dem Käsetuch. Hat sich hier noch im Kapitelhaus was getan? Nee, der steht immer noch da. Bruder Andrew. Ja, was ist? Habe ich schon alles abgefrühstückt. Wir gehen wieder raus. So, müssen wir jetzt nochmal gucken. So, irgendwas ist vielleicht doch noch in der Kathedrale, wo wir noch nicht waren. Aber der Chor ist James Grab. Was ist denn da dann? Erstmal nix. Lea, Leichnam nie gefunden. Was ist in jener Nacht passiert? Was in Gottes Namen ist geschehen? Ich spreche mal den Francis nochmal an. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Was haben wir übersehen? So. Nochmal ein Segensspruch für den James. Da
dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Okay. Vielleicht doch nochmal in die... Wer weiß etwas über den Ritter, den Francis erwähnte, ja. Vielleicht doch nochmal in die Küche. Vielleicht können wir den Schlüssel wieder abgeben. Vielleicht wäre das noch was. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo wir noch Weihwasserbecken. Was ist da? Okay. So. In das Gästehaus konnten wir auch gar nicht reingehen, glaube ich, ne? Warte mal, Tür zum Kreuzgang, Küchentür. Wir gehen nochmal da zum Küchentür. Am besten machst du jetzt diesmal bitte direkt die Tür hinter dir zu. Genau. So, und jetzt gucke ich mal, ob das irgendwas hier macht. Mit dem Schlüssel. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Schön. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist ja Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Okay, danke. Kann man noch was machen? Bruder Cuthbert. Philipp. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, was ich über die Priorei gesagt habe. Aber wir haben in St. John hart daran gearbeitet, uns selbst zu tragen. Wir haben Kingsbridge so viel abgegeben. Unserem Mutterhaus. Und die Priorei hier ist in einem schrecklichen Zustand. Glaubst du, ich weiß das nicht? Aha. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Hm. Das stimmt. Du hast sicher noch zu tun. Und du sicher auch. Ja. Der Milius jetzt was Neues für mich zu sagen? Guck ich nochmal.